ist die Zusammenarbeit mit Kurt Götz gewesen. Ich kam aus Wien, brachte eine Schauspielerin mit, Kirsten Heiberg. Und wir hatten in Berlin eine Zusammenkunft mit Kurt Götz, Valerie von Martens und Karl-Peter Gillmann, der auch an dem Film beteiligt war. Es waren die Vorbereitungen für die Dreharbeiten dieses Filmes. Und wir waren abends zusammen zu einer Besprechung über die Musik und über alle die Dinge, die damit zusammenhingen. Und plötzlich sagt der Kurt Götz so, ach wissen Sie, wenn ich Sie so sehe, Frau Heiberg, so stelle ich mir eigentlich meine Josephine Voynet im Film vor. Schade, dass Sie keine Schauspielerin sind. Ja, also ich konnte natürlich nicht umhin zu sagen, ja, sie ist aber eine Schauspielerin, denn sie hat in Stockholm am Dramatentheater gespielt, sie hat Filme gemacht, sie hat in Wien jetzt gespielt und ich habe sie mitgenommen. Da sagt er, das ist doch wunderbar und dann machen wir doch das und so weiter. Und das war eigentlich der Beginn der Filmkarriere von Kirsten Heiberg. Denn in diesem Film, Napoleon ist an allem schuld, sang sie eigentlich eines meiner schönsten Chansons. Warum hat der Napoleon eines Tages oder wo eine gesagt, ich liebe dich? Warum hat er vom ersten Augenblick an ganz genau gewusst, das ist die Frau für mich? Sie verstand doch nicht viel von Kanonen und Krieg, wusste nichts von Geschichte und vor Politik. Doch sie war geschickt und schlau und kannte sehr genau die Waffen und die Listen und die Strategie der Frau. Doch das sind schließlich Dinge, über die man nicht gern spricht in einem kurzen Interview. Man weiß, es war Napoleon eines Tages bei der Boa mit so einem Rendezvous. Kein Geschichtsbuch erzählt, was geschah in dieser Nacht. Doch der Kaiser gewann seine allerschönste Schlacht. Und darum hat Napoleon eines Tages oder wo Armee gesagt, ich liebe dich. Das war das Chanson der Josephine Voynet aus dem Film Napoleon ist an allem schuld mit Kurt Götz. Die Premiere fand statt 1938, Weihnachten, in Berlin im Gloyer-Palast. Es war wirklich ein Riesenerfolg und ich sehe noch, wie alle großen Schauspieler dabei waren. Gustav Gründgens, Eugen Klöpfer, Paul Hartmann, Gustav Knuth und viele, viele andere. Und in dem Künstlerzimmer sehe ich, wie Gründgens Götz umarmt hat und ihm gesagt hat, Kurt, das war der schönste Film, den ich bisher gesehen habe. Es war wirklich also ein rauschendes Fest. Gleichzeitig war es auch der Beginn der Filmkarriere von Kirsten Heiberg. Sie wurde meine Frau, ich habe sie vorher noch geheiratet, damit die Sache in Ordnung ist. Und so hat sie nachher viele, viele Filme gespielt und auch viele meiner Lieder gesungen. Vor 2 Jahren war sie auch bei uns und hat uns besucht. In Lugano. Lugano? Ja, und da haben wir doch diese Aufnahme gemacht, wo sie zu mir gesagt hat, jetzt hackeln wir uns unter, damit alle sehen, dass wir uns mögen. Ja, das war sehr nett. Also meine jetzige Frau hatte einen herzlichen Kontakt mit Kirsten in Oslo. Leider ist sie ja gestorben. Und wie wir im vorigen Jahr in Norwegen waren, haben wir als Erinnerung an sie ihren ganz kleinen Zwergdackel mitgenommen, der nun bei uns ist. Aber ich glaube, die schönste Erinnerung an sie ist doch wohl die, dass wir sie noch immer hören in den Liedern. Auf den Flügeln unter Träume fliegt mein Lied durch die Welt, vom Broadway bis in die Sterne. Seine Worte sind nur Schäume, doch sie singen und klingen leise bis in dein Herz. Wenn ich größere Arbeiten